Eine Bikepacking-Radreise in den Alpen. Was gibt es Schöneres? Du trittst in die Pedale, umgeben von atemberaubenden Berglandschaften und frischer Bergluft. Vor dir erheben sich majestätische Gipfel mit schneebedeckten Spitzen. Jeder Höhenmeter bringt dich tiefer in die atemberaubende Natur der Alpen. Mit dichten Wäldern, rauschenden Bächen, kristallklaren Bergseen und weiten Wiesen. Jede Kurve enthüllt neue Perspektiven, jede Höhe belohnt mit einem atemberaubenden Ausblick. Du fährst nicht nur durch beeindruckende Natur, sondern auch durch charmante Dörfer mit urigen Traditionen. Und du schlägst dein Zelt an wunderschönen Orten auf. Eine Reise, die nicht nur die Beine fordert, sondern uns auch daran erinnert, wie wunderbar und faszinierend unsere Welt immer noch ist. Und auf diese Reise möchte ich euch gerne mitnehmen. In diesem Video auf die erste Etappe. Einen wunderschönen guten Morgen aus Vorarlberg in Österreich. Ich befinde mich hier am Galinersee. Das ist zwischen Feldkirch und Bludenz. Und die heutige Etappe ist meine Startetappe für eine Alpenüberquerung von West nach Ost. Nachdem ich letztes Jahr durch die Schweiz geradelt bin, möchte ich dieses Jahr durch Vorarlberg, durch Tirol, einfach durch Österreich, Südtirol, Oberitalien, über die Tauern bis nach Salzburg fahren, mir die Dolomiten angucken. Und da freue ich mich sehr drüber. Ich bin gestern Abend in Feldkirch angekommen. Das ist so eine kleine Kreisstadt in Vorarlberg. Schön gelegen und guter Startpunkt für die Tour nach Osten. Dieses Feldkirch ist ein kleines, gemütliches Städtchen in Vorarlberg. Es ist die westlichste Gemeinde Österreichs. Sie grenzt an Schweiz, an Liechtenstein, ist daher aus vielen verschiedenen Richtungen auch gut erreichbar und bietet sich als Startpunkt für eine Tour geradezu an. Sie liegt da, wo die Ill so in das breite Tal des Alpenrheins mündet. Ja, von Feldkirch ausgehend geht es erstmal lange an der Ill entlang und dieser Fluss ist auch wirklich allgegenwärtig. Ob es so Wasserkraftwerke sind, die für die Energieerzeugung genutzt werden, ob es lauschige Wege am Flussufer sind. Der Fluss hat auch ziemlich Hochwasser und hat so eine dreckig braune Farbe, so eine richtige Brühe, weil es sehr viel geregnet hat und ziemlich viel Schlamm mitgeführt wird. Da wo andere Bäche münden, sieht man oft eine ganz andere Wasserfarbe, das ist schon interessant. Insofern wechselt die Wasserfarbe eigentlich ständig. Aber es gibt meistens einen schönen Radweg, wenig befahren, an dem Flussufer. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das lässt sich also wirklich gut fahren. Immer viele kleine Brückchen dazwischen, dann wieder kleine Staustufen. Also durchaus abwechslungsreich, ein schönes Fahrradfahrgebiet. Wirklich gut zu empfehlen, gut zu radeln. Und das hier ist nun ein wunderschöner Radweg, lässt sich ganz entspannt fahren, schön asphaltiert. Immer an der Ill entlang, zwischen Bludenz und Schruns. Ich hatte schon befürchtet, man müsste entlang der Nationalstraße fahren, aber dem ist gar nicht so. Sehr relaxtes Fahren hier. Man merkt kaum die Steigung. Man muss schon sagen, das ist hier radwegtechnisch schön gemacht. Also fast vollkommen verkehrsfrei. Ein schönes Radroutennetz, was hier in Vorarlberg ist. Das ist schon richtig schön. So, nun komme ich langsam in die Mittagshitze rein und muss noch 1200 Höhenmeter machen. Das kann noch heiter werden. Aber das ist ein richtig schöner Sommertag geworden mit blühenden Wiesen, sattgrünen Farben. Und jetzt das erste tolle Alpenpanorama. Also mit richtigen Bergen. Richtig heißt mit Schnee.
Je weiter man hoch in dieses Tal kommt, desto edler wird das Ganze irgendwie mit schicken Hotels und so weiter. So, Dille, kurz vor Parthenen und gleich beginnt der große Anstieg. Man sieht schon, da muss ich jetzt hoch. Wunderschönes Bergpanorama, aber auch sonnig und bergauf. Ich hoffe, die Wasservorräte, die werden reichen. Kurz vor Parthenen ist der Radweg jetzt wieder auf die Hauptstraße gemündet. Aber das macht eigentlich nichts, weil, wie man sieht, die eigentlich gar nicht oder kaum befahren ist. Das liegt sicher daran, dass die demnächst mautpflichtig wird in ein paar Kilometern. Das heißt, was hier fährt, ist wahrscheinlich nur Freizeitverkehr. Und da oben muss es dann wohl hochgehen. Bin mal gespannt, wie sich die Straße dann hochschlängeln wird. Ja, hier ist nun die Mautstation. Und Fahrradfahrer dürfen natürlich durchfahren. Habe ich mir sagen lassen, oder 34. Egal, jedenfalls hier an der Kehre 2 zweigt ein geteerter Weg zum Kops-Stausee ab. Der eignet sich hier gut für eine Rundtour. Also die Silvretter Höhenstraße rauf, oben rum an Kopssee und dann hier wieder runter oder andersrum. Also ich muss sagen, dass ich wirklich froh und dankbar über das Wetter bin. Es ist nicht so knalle Sonne, sondern leicht bewölkt. Auch nicht mehr so gewittrig wie die letzten Tage. Ich glaube, ich bin gerade zur rechten Zeit angekommen. Kurve 10 ungefähr war die Straße ganz toll asphaltiert, sehr neu und das lässt sich dann ganz gut fahren. Und hier sieht man jetzt mal die Serpentinenstraße von oben, wie viele Kurven da in den Hang geschlagen sind. Und bisher habe ich nur E-Biker getroffen, E-Mountainbiker meistens. Das scheint hier so eine beliebte Strecke zu sein. Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um das ohne I zu machen. Und da fährt auch ein Postbus hoch. Wenn ich vom Fahrrad falle oder kurz davor, dann kann ich auch noch mich zur nächsten Bushaltestelle schleppen. Hier kommt es eisig. Kalte Luft aus dem Felsen. Das scheint wohl der Tunnel zur Vermundbahn zu sein. Sicher 20 Grad Temperaturunterschied oder so. Aber jetzt habe ich 2/3 geschafft und der Rest an Adrenalin, der treibt mich, denke ich, auch noch ganz hoch auf die Bieler Höhe. Und vorher gibt es noch den einen oder anderen Stausee. Wenn keine Motorradfahrer fahren, ist das total still hier oben. Und wunderschön. Da ist die Staumauer und da hinten die schneebedeckten 3000er. Klasse. Ich wundere mich, warum der so niedrigen Wasserstand hat, obwohl es so viel geregnet hat die letzten Tage. Ich nehme mal an, dass das ein Pumpspeicherkraftwerk ist. Das heißt, mittags oder tagsüber wird das Wasser abgelassen, um Strom für die Spitzenstrom das zu gewinnen. Und nachts wird es dann wieder hochgepumpt. Wie dem auch sei, einer von beiden Stauseen. Und jetzt, glaube ich, sind es noch etwa 300 Meter bis zur Bieler Höhe. Mit einem sagenhaften Panorama, Berge, die tatsächlich noch Schnee haben im Hochsommer. Ja, wahrscheinlich, weil das hier krasse Nordseite ist. Ich muss auch sagen, dass ich die Temperaturen jetzt sehr angenehm finde. Jetzt ist es 4:30, geht auf 5 Uhr zu und dann ist es nicht mehr so drückend heiß. Die Farben sind schön, es ist milder. Lässt sich jetzt, glaube ich, ganz gut fahren. Nur mit dem Getränkevorrat, das wird eine knappe Kiste. Ich weiß nicht, ob es reicht. Vielleicht muss ich irgendwo betteln gehen.
Und ich hatte mich eben noch gefragt, ob dieser Zaun wohl geladen ist. Hier, das ist jetzt die Antwort. Also, nicht gegen den Zaun pinkeln. Also, das ist ja schon eine traumhafte Kulisse hier. Wunderschön. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt doch ziemlich platt. Ich glaube, ich habe zu viel Gepäck mitgenommen. Oder zu wenig trainiert. Oder beides. Also, das kommt jetzt genau richtig. Da habe ich erstmal meine Flasche aufgefüllt, weil ich echt auf dem letzten Tropfen unterwegs war. Im Himmel sei Dank. Ich denke mal, so sieht eine Mischung aus Glücklichsein und Erschöpfung aus. Und das ist nun der Silvretta-Stausee. Er bildet hier die Grenze zwischen Tirol und Vorarlberg, knapp unterhalb der Bieler Höhe. Und die Ill fließt hier durch, beziehungsweise fließt hier ab. Aber statt Zahlen, Daten und Fakten lasse ich lieber mal die Landschaft auf mich wirken. Und nun gibt es als Lohn für die viele Mühe eine schöne Abfahrt Richtung Tirol ins Paznauntal, bevor es dann wieder kurz vor Galtür auf zum Kops-Stausee geht, der mein Etappenziel für heute darstellt. Und jetzt ist es 7 Uhr abends und es ist total einsam hier. Und da hinter den Wäldchen geht es jetzt in das sonnenbeschienene Seitental gleich hoch. Und diese wunderschöne Strecke durch das Paznauntal hinunter, das steht dann morgen als erstes auf dem Programm. Ja, sehr friedlich in der Abendsonne. Glaubt man gar nicht, dass es da mal so ein riesiges Schneeunglück gegeben hat, wo viele Häuser verschüttet wurden vor ein paar Jahren. Hier ist ein schöner Mountainbike-Trail. Und da hinten der Weiberhimmel, was immer uns das sagen möchte. So, kurz vor 20 Uhr bin ich dann angekommen. Hat gerade noch gereicht, zwar nicht mehr von warmes Essen, da muss ich mir heute Abend was kochen, aber immerhin konnte ich mich um Plätzchen suchen. Ja, das liegt hier direkt an dem See und viele Wasservögel hier, kleine Inselchen, also toll gemacht. Und natürlich das Bergpanorama da hinten. Ja, war ein sehr, sehr schöner Tag, grenzwertig teilweise, sehr anstrengend, aber es hat sich gelohnt und darauf kommt es doch an.